Bonsoir, Muchachos. Hallöchen, wir sind die Losers, ich bin der Deko und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu einem Loser Item Spotlight. Wir haben für euch das neue Item Siegs Harbinger, das zurzeit auf dem PBE ist und dann hoffentlich auch bald auf die Live-Server kommt, denn ich sage euch schon mal eins, das Item ist geil. Wir schauen uns einmal am Anfang an, woraus das Item überhaupt besteht, was es kostet und wie die Stats sind. Und zwar haben wir hier das Siegs Harbinger, besteht aus einem Glacial Shroud und zwei Amplifying Tomes, kostet insgesamt 2300 Gold und bringt uns als erstes mal 250 Mana, 35 Armor, 50 Ability Power und 10% Cooldown Reduction. Don't be a scaredy cat. Was ist denn jetzt so besonders an diesem Item? Und zwar hat dieses Item eine Active, mit der wir uns quasi mit einem Verbündeten verbinden können. Und zwar läuft das so, dass wir einfach unser Item auswählen und es auf unseren Verbündeten ADC zum Beispiel schmeißen. Da sehen wir hier, diese Stoppuhr geht runter. Zack. Und nach 5 Sekunden sind wir verbunden. Wir waren es jetzt schon vorher, deswegen hat jetzt auch schon hier die Stacks angefangen zu zählen. Wir sind nah dran, die Stacks gehen hoch. Jede Sekunde gibt es einen Stack, je weiter wir weg sind. Genau, verschwinde mal. Zack, jetzt kann man es langsam sehen. Da gehen die Stacks noch ganz langsam hoch. Wie das zu vorher, kann man wieder ran. Genau, jetzt gehen die Stacks wieder vor sich hin. Außerdem kriegen wir Stacks, wenn wir nicht die Minions angreifen. Danke. Kriegen wir Stacks, wenn wir Minions oder Champions mit Autotags angreifen. Und zwar gibt es da 6 Stacks. Wenn wir jetzt Minions oder Champions mit Skills angreifen, gibt es 12 Stacks. Und wenn wir Skills allgemein benutzen, wie zum Beispiel das Schild von Annie oder... Was gibt es da noch? Den Movement Speed Boost von Sona zum Beispiel. Kriegen wir 12 Stacks. Wenn wir jetzt 100 Stacks voll haben, sehen wir jetzt, beziehungsweise bei 101 Stacks funktioniert das Ganze dann. Und der letzte dauert jetzt. Na komm. Da haben wir keinen Effekt gehabt, oder? Nee. Das hat nichts ausgelöst. Warum? Machen wir ein paar Fähigkeiten vielleicht. Vielleicht muss ich die... Wir laden es mal schnell wieder auf. Komm mit, wir brauchen Minions. So. Jetzt. Man muss den 100. also mit einer Fähigkeit oder einem Auto-Tag oder einem Damage-Skill auf einen Gegner auslösen. Was bringt das Ganze? Es bringt einem selber als Supporter zum Beispiel und dem Verbündeten ADC oder auch wen auch immer man das gerade gebeinet hat, 50% Crit-Erhöhung und 20% zusätzliche AP für 6 Sekunden. Ich finde, das Ganze ist eine ganz coole Geschichte, denn es haut immer einen ordentlichen Damage Boost raus und ist besonders geeignet, finde ich, für Supporter, die viel Harrison oder viel Skills benutzen, wie zum Beispiel eine Sona, eine Soraka, eine Janna oder auch hier die Annie, die auch einfach viel eine hohe Range hat, mit der man schön viel Harrison kann. Außerdem hat Annie ja auch auf Minions den Vorteil, dass sie Mana zurückbekommt, damit kann man das auch easy aufladen. Funktioniert zum Beispiel sehr gut, wie wir es hier schon haben in der Kombi mit Corki, der ja auch AP Damage raushaut. Der kann also nicht nur von der Crit-Chance profitieren, sondern auch von der 20% erhöhten AP-Ratio. Finde ich also sehr schön. Lohnt sich das Ganze? Ich denke, für 2300 Gold ist es mit den Werten, die wir hier auf jeden Fall haben, mit den 50 AP, 10% Cooler Reaction, 35 Armor und 250 Mana, das Geld wert. Ich würde es am besten so früh wie möglich kaufen, denn ich denke mal, am meisten Auswirkungen hat das Ganze im frühen Midgame. Also nach dem Support-Item würde ich sogar Insta auf Siegs Harbinger gehen. Also davor auf jeden Fall noch das Ward-Item, wie heißt das Ding? Ruby irgendwas. Und dann direkt auf Siegs Harbinger. Ich finde es ein sehr schönes Item, ist auf jeden Fall sehr kreativ, kann man schön ausnutzen. Und ja, das war die Erklärung dazu, das Fazit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal hervorzuheben, Deko. Nochmal, um das klarzustellen, man kann das Item wirklich auf jeden anderen Champ drankleben. Ist jetzt nicht so wie Kalistas Ulti, da muss man sich ja am Anfang entscheiden,
Wir haben es schon ausprobiert. Wir hätten das jetzt auch an den anderen dran kleben können. Einfach nochmal zum Verständnis nochmal. Genau, man kann es also während des Spiels noch wechseln, auf welchen Champions man das jetzt zieht. Zum Beispiel kann man später noch auf den, weiß ich, den AP-Carry in der Mitte setzen, wenn der AD-Carry, den man dann hat, keine Ahnung, von der AP nicht so profitieren würde. Oder die Crit-Chance nicht braucht, was weiß ich. Dann kann man es während des Spiels einfach nochmal nach Belieben umswitchen. Genau. Genau. Falls ihr Fragen habt, Muchachos, schreibt sie einfach in die Kommentare. Aber ich denke mal, wir haben eigentlich alles beantwortet, was uns jetzt auch so aufgefallen ist. Und ja, Daumen nach oben auf jeden Fall und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.